Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Let's Play. Mein Gott, ist das alles anstrengend hier. Naja, nicht so wirklich. Herzlich willkommen zurück. In der Hoffnung, heute werden auch Dateien geschrieben, die die schnöde Kunst des Klötzchenhauens auch auf Film bannen. Also in Dateien, in denen Filme liegen. Also es ist ja jetzt alles anders, ne? Das ist ja früher, Let's Plays früher, musstest du dir eine Videokamera auf den Kopf schnallen. Machen immer noch einige Sportler. Gibt es auch inzwischen tolle Kameras für. Also falls irgendwer da so drauf ist, dass er sowas gerne macht. Viel Spaß dabei. Ich bin's nicht. Aber auf jeden Fall habe ich wieder Kohle gefunden. Ja, das hat sich gelohnt. So. La, 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 la. So, warum mache ich la, la, la? Weil ich hier gerade Boden raushaue und ich weiß, was ich darüber erzählen soll, außer dass der Boden jetzt verschwindet. Dreckiger Boden. So, weil wir wollen das hier alles mal noch ein bisschen begradigen, bevor es wieder losgeht. Ich muss ja noch erzählen, was ich gemacht habe, während Dextry fast nicht aufgenommen hat. Ich habe Diamanten gesucht und zwar gibt es eine neue Mine. Die wurde beim letzten Mal ergründet, erfunden, freigelegt. Und vorher waren wir hier noch ein bisschen zugange, aber haben das halt nicht abgeschlossen, nicht fertig gemacht. Und da ich das gerne noch machen wollen würde, dachte ich mir, mache ich das jetzt einfach mal. Ach ja, und es war so eine schöne Aufnahme. Es war die beste Aufnahme ever. Nein, wahrscheinlich nicht, aber sie war lang. Hätte mich lange über Wasser gehalten. Ich habe mir gestern extra Zeit dafür genommen. Und dann passiert so ein technischer Rotz. Versteht ihr das mit dem technischen Rotz? Das ist echt nervig. So, apropos technischer Rotz. Wir müssen ja noch hier... Hui, doch, genau. Müssen hier noch rotzen, also Schnüdel und so. Ach, da brauche ich mir einen direkten Weg hier rüber an das Diagonal. Und zwar müssen wir nämlich noch Folgendes tun. Wir müssen andere unsere Kisten, weil die sind jetzt auch aufgeräumter. Mhm. So fast jedenfalls. 1, 2, 3, 4. Das sind wie viele Stacks? 5, 6 Stacks. Und der bleibt. Genau. 6 Stacks. Und hier irgendwo... Genau, da ist die Kohle. Und mit der Kohle kann man ja tolle Dinge machen. Zum Beispiel kann man sie aufteilen in die entsprechende Größe. Die es uns ermöglicht, dies zu tun. Weil wir brauchen ja für drüben dann ein bisschen Boden. Und den Rest unten drunter werden wir dann mal mit Dörte auffüllen. Die gute alte Dörte. Wo habe ich ihn gesehen? Ja, da haben wir sie. So, und den Gravel. Den Kies packen wir mal da weg. Und die Flintstones schmeißen wir immer in diese Kiste, ne? Ja. Sieht gut aus. Also, wieder rüber. Ja, nee, also neue Mine kommen wir gleich noch zu. Und ich hatte beim letzten Mal schon angekündigt, das hat aber keiner gehört, weil er nicht aufgenommen hat. Ich könnte mich darüber stundenlang aufregen, über den Rotz. Ah, ist das ein Scheiß, ey. Ein Scheiß vorm Herrn. Ja, nee, jedenfalls gibt es jetzt mal was Neues. Am Ende jedes Videos gibt es dann so einen kleinen Teaser und so. Also das machen ja andere auch. Ich dachte mir, ich mache das auch mal. Ich habe mal ein bisschen was gebaut. Mal sehen, wie es gefällt. In der Hoffnung, dass vielleicht doch jemand mal eins der Videos komplett guckt und dann sich denkt, ach, das habe ich noch gar nicht gesehen, da kann ich jetzt mal draufklicken. Wird wahrscheinlich interessanter für Dinge wie Blockscape oder so. Weil ich glaube, das ist ziemlich eingeschlafen alles. Das macht aktuell keiner mehr. Deswegen könnte ich mich da ja wieder platzieren. Vielleicht erhasche ich so mal ein paar mehr Zuschauer.
Weil so lieb ich meine 3 Zuschauer habe, es wäre auch schön, wenn es mal 10 wären. Ne? Das ist ja halt das die Leiden des jungen Let's Players. Naja. So. Um in Stimmung zu kommen, kommen wir mal in Stimmung. Sagte er, drückte eine Taste und es passierte nichts. Mag daran liegen, dass er folgende 2 Dinge vergessen hat. Diese. Danke. So. Achso, ja. Und natürlich. Wichtig. Nee. Ja. Muss ich das ganze Geraffel hier ausschalten? Unglaublich. Was man nicht alles tun muss. So, jetzt haben wir hier schon mal ein tolles Loch im Boden. Hier auch. Hier können wir noch die Erde rausnehmen. Das füllen wir dann einfach auf, weil ich will hier nicht einfach... Also ich will hier nicht einfach ein Loch hinterlassen im Boden. Das ist mal unschön. Wenn dann doch mal was passiert, dann fällt man gleich wieder so tief und so. Das will man ja eigentlich nicht. Deswegen können wir ja mal die Erde, die wir hier mühselig aus dem Berg geschabt haben, gleich mal wieder verwenden, um hier so ein Löchli zu stopfen. Obendrauf versiegeln wir die Sache mit einer schönen Schicht aus Cleanstone, die sich gewaschen hat. Gewaschen hat sie sich eigentlich noch nicht. Gebrannt wird sie gerade. Und wenn sie dann gleich gebrannt ist, werden wir sie auch gleich verlegen. Womit wir wieder dabei wären, dass das einzige blindentaugliche Let's Play ist, weil jeder Angriff wird eindeutig erklärt. Und da ist sie auch schon wieder, die Melodie. Die Melodie für Millionen. Na gut, seit dem Wochenende könnten darunter wieder einige was anderes verstehen. Aber für mich ist es diese Melodie. Ein sehr schönes Lied. Tja, kommt davon, wenn man sich bei denselben Quellen bedient wie andere. Hätte ich auch rauswerfen können, aber ich finde es eigentlich sehr hübsch. Ein sehr, sehr hübsches Liedchen. Dubidai. Schnüdidü. Dubididu. So, damit hätten wir das schon aufgefüllt. Oh, hier gibt es irgendwo auch einen Zombie. Naja, einen Zombie gibt es immer. Ein Zombie gibt's immer. So. Um das hier jetzt mal so... Aber müssen wir eigentlich hier so machen. Jetzt wird's gleich etwas dunkler wieder. Es tut mir leid. Nachher wird's wieder sehr dunkel hier in der Aufnahme, aber... Ach, naja. Ich hoffe, es geht noch. Ist schon wieder... Ui. Habe ich schon wieder einen kaputt gemacht, der ihn gar nicht kaputt machen wollte. So. Decke noch raus. Schön. Ja, der bleibt wieder stehen. Das wäre echt mal eine Maßnahme, so blindentaugliches YouTube zu generieren, so mit Hörerkommentar. Also... zu Kommentar, er geht dort entlang. Wäre auch mal ein Konzept. Aber so lange wird das bei den anderen nie ausgespielt, ne? Da endet es früher. Und dieser Psycho-Jazz-Teil wird meistens ausgelassen. So, meine Stopferde. Kurz vor Stopfleber. Nehmen wir mal mit. So. Stopfleber. Habt ihr schon mal Stopfleber gegessen? Ich nicht. Also ich bin noch in der Beziehung Tierfreund. Ich weiß auch gar nicht, ob mir das schmecken würde. Ich bin ja schon so hausschlachtende Leberwurst. Habt ihr das schon mal gegessen? Ich habe es einmal probiert. Das war echt räudig. Hausgeschlachtetes. War echt räudig.
Habe ich das schön ausgefixt, aber ich glaube, ich muss die Reihe hier noch wegnehmen. Oh ja, toll. Wieder daneben gehauen. So. Genau. Genau. Tück, tück. So. Was da gemacht? Jeden zweiten. Wenn der einer ist, dann ist das der. Ach nee, warte mal. Dann ist das der zweite. Düpp, düpp. Zweiter, zweiter, zweiter. Ja. Sehr schön, sehr schön. So langsam wird's ja. Jetzt könnte man da draußen noch. Wir nehmen noch einen weg. Wenn wir in der Flucht. Da müssen wir aber draußen den Berg auch ausscharen, dass das auch. Dass das auch alles verglast werden kann. Das müsste man dann aus Glas ziehen bis. Bis. Na, bis hierher eigentlich. Ich muss hier aber ganz schön viel Berg da wegnehmen. Ach nee, das ist so hübsch. Oh. Text. Musik mit Text. Wie ist der denn da reingerutscht? Naja. Einige von euch werden sicherlich denken. Ja. Das werden einige. Ich denke eher sowas wie. Ja. Das ist schön. Ich mag das Programmchen. So. Achso, wir haben ja Steine dabei. Können wir mal hier hinten das Loch fixen. Bevor wir da vorne noch 10-mal umbauen. So. Wir müssen hier drin ja noch Optik erzeugen. Also ich werde wahrscheinlich irgendwann diesen Boden wieder rauskloppen zugunsten eines Holzfußbodens oder sowas. Irgendwas Tolles. Was schicker aussieht als bloßer Stein, den wir jetzt gerade hier verlegt haben. Aber. Ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich hier wohin bauen soll. Auf jeden Fall wären es große, große Räume, wie man ja schon sieht. Ne? Ist ja alles riesig und auch diese Ecke hier könnte man komplett noch rausflacken, aber das werden wir jetzt erstmal nicht machen. Das wird mir dann doch ein bisschen zu riesig. Wir könnten ja erstmal hier die Wand, warte mal, die machen wir mal hübsch, indem wir sie einfach mal begradigen. Gerade ist immer toll. So, dann wirkt es nicht ganz so plump. Oder so. 3, 1, 2, 3, plüpp. 1, 2, 3, plüpp. 1, 2, 3, plüpp. 2, 3, plüpp.